Also ein Denkfehler ist sicherlich, dass man alles selber machen muss. Das würde ich schon klar als Denkfehler bezeichnen. Widerstände eher, weil ich verkannt habe, dass man eben auch als Führungskraft Stärken und Schwächen hat. Und bei den Schwächen, wenn man etwas nicht gut oder gern macht, dann nicht irgendwas erzwingen muss, sondern dann eher sagt, okay, ich konzentriere mich wirklich auf die Stärkenentwicklung. Versuche das auch bei den Mitarbeitern so umzusetzen, aber nehme auch für mich raus, dass ich da, wo ich die Schwächen habe oder auch das mangelnde Interesse, eine alternative Lösung finde und es trotzdem Führung ist und trotzdem gute Führung sein kann. Es hat verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Also sprich, ich möchte das Schicksal des Unternehmens nicht in meiner Person festgemacht wissen, sondern das soll schon auch ein selbstständig lebender Organismus sein. Es ist auch ein Thema der Nachfolge, die man dann doch auch rechtzeitig einleiten sollte. Und auch den Wunsch, auch ein paar andere Dinge zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also das Wichtigste ist für mich, erkannt zu haben, dass ich auch einfach Dinge, die ich nicht so gut kann oder auch nicht möchte, einfach abgebe. Also ein bisschen weg von, ich muss überall die Finger drin haben, hin zu, ne, es ist okay. Also ich... Es geht nicht darum, alles laufen zu lassen, sondern in die Richtung zu entwickeln, dass ich die Dinge eben auch abgebe. Dazu gehört auch, dass man offen seine Schwächen eingesteht oder auch seine Interessen vertritt. Und dann ist das okay. Ein zweites Thema ist die Präsenz gewesen in der Vergangenheit, die dazu geführt hat, dass ich Dinge nicht zu Ende gebracht habe, was ich durchaus in meinem Verantwortungsbereich sehe. Ja, und auch die Entspanntheit, die man darüber bekommt, indem man die Präsenz übt, ist sicherlich eine Übung, gibt es Rückfälle, ist ja klar. Ja, das heißt, mein größtes Ziel ist jetzt nicht, jetzt irgendwelche Prozesse da schnell einzuführen, sondern auch zu erkennen und zu verinnerlichen, dass es ein Weg ist. Diese Ergebnisorientierung, ich sage mal eine Orientierung insgesamt bietet, aber dann einfach auch ein bisschen entspannt die Sache anzugehen. Ja. Und die Herausforderung ist, trotzdem konsequent dran zu bleiben. Ja. Ja, das ist so ein Stück weit über den Ansatz. Zunächst mal, ja, ich bekomme irgendwelche Systeme, die führen wir dann ein. Und dann ist es gut, bin ich relativ bald dann bei mir persönlich gelandet. Bei der Suche nach der Antwort, warum hakt es denn, warum geht es nicht schneller, warum wird es denn nicht zu Ende gebracht, und dann schon erkennen, dass es schon auch was mit mir zu tun hat. Naja, es ist so, dass ich schon auch festgestellt habe, dass ich eigentlich nicht so wirklich ein Interesse dran habe am direkten Führen. Das liegt unter anderem ja auch daran, dass man, wenn man über die fachliche Ebene kommt, zunächst auch mit klaren Ansagen arbeitet und weniger mit entwickelnden Fragen, weil man möchte ja auch relativ schnell zum Ergebnis kommen. Man ist der Sache verpflichtet, man hat da einen ganz anderen Fokus. Ich habe aber gemerkt, dass es irgendwo dann limitiert, weil da kann ich ja nicht skalieren, da kann ich mich jetzt nicht entsprechend multiplizieren. Also war es die Frage, was braucht es denn, um das Ganze eben etwas von meiner Person wegzubringen. Das war eigentlich auch das Thema und ist es eigentlich auch heute noch. Ich habe offen gestanden, auch jetzt in diesem Seminar für mich festgestellt, das war auch die Frage, bin ich derjenige, der direkt führen möchte? Schon gar nicht, ob ich es kann, aber möchte ich das überhaupt? Oder ist es nicht vielleicht klüger zu sagen, wir entwickeln unser Unternehmen dahin, dass es Leute gibt, die das lieber, gerne und
besser machen als ich im Zweifel. Und bin jetzt auch bei dem Ergebnis, ja, das ist so. Ich mache gerne beim Entwickeln von Systemen mit, beziehungsweise ich initiiere das und habe da auch, denke ich, entsprechende Erfolge schon erzielt. Aber das direkte Führen habe ich jetzt für mich mitgenommen, ist was, das möchte ich gern delegieren. Ist vielleicht etwas überraschend jetzt, aber das ist ein Ergebnis, mit dem kann ich auch sehr gut leben, offen gestanden. Ich glaube, fast schon mehr oder weniger durch Zufall vor 2,5 Jahren auf den Boris Kundl gestoßen. Zunächst über ein Hörbuch auf der Rückfahrt von München, ich erinnere mich, weil ich zunächst mit dieser Geschichte nichts anfangen konnte. Also ich konnte es nicht einordnen, ich habe mich gefragt, ja, warum jetzt diese Geschichte, habe das erst hinterher verstanden. Die Inhalte haben mich überzeugt und dann habe ich mich peu à peu darum bemüht, mehr rauszubekommen und bin jetzt das erste Mal auf dem Präsenzseminar. Das liegt aber nicht daran, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu erkennen, dass es nicht notwendig ist, sondern habe bereits zu Corona-Zeiten mal so ein Online-Seminar mitgemacht, das Leading Simple Indirect. Und jetzt konsequenterweise das Leading Simple Direct nachgeholt. Genau. Habe ich dann auch mal noch kurz gefragt, ob das jetzt auch so sinnvoll ist, Präsenzseminar zu besuchen. Ist ja ein Wochenende dann auch noch halb weg und es ist eine Fahrerei und man hat eh genug zu tun. Muss aber jetzt wirklich sagen, es ist einfach nochmal eine ganz andere Energie. Also auch im Vergleich zu den Online-Seminaren da zur Corona-Zeit. Es ist einfach, Präsenz ist doch nochmal irgendwas, was mit den Menschen was macht, im positiven Sinne. Man hat auch einen anderen Austausch, man trifft wirklich auch Leute, wo man auch Impulse mitnimmt. Ja, das ist eigentlich die Geschichte. Dadurch, dass ich natürlich schon ein bisschen vorgeprägt bin und auch schon auch einiges mitbekommen habe, also ich mache ja auch diese an den Umsetzungscalls mit, ich bekomme da schon auch einiges mit, war jetzt die Art und Weise, wie das abläuft, auch gerade von Herrn Kundl, jetzt für mich nicht überraschend. Und deswegen konnte ich mich auch wirklich sehr schön auf die Inhalte konzentrieren. Für mich war es nochmal wichtig, dass eben neben den Inhalten, die sich in dem Skript oder in diesem Workbook befinden, wo man im Prinzip sagt, das ist jetzt der Ablauf, doch links und rechts viele Dinge einfach angesprochen wurden, die das Ganze schon abrunden und für mich auch nochmal das Ganze lohnenswerter machen, auch diese Seminare zu besuchen. Das muss ich schon sagen. Abgesehen von den bereits erwähnten Kontakten, die man natürlich dann auch noch knüpfen kann und auch da einiges mitnimmt. Naja, da habe ich es jetzt einfach in Anführungszeichen, weil ich habe jetzt heute Morgen beispielsweise der Frau Peter direkt mal meinen Umsetzungsbericht geschickt. Ich bin ja im aktiven Coaching, war es vorher schon. Das heißt, ich bleibe im Thema drin. Das hilft mir natürlich extrem. Auch, dass ich jetzt nicht ganz bei Null angefangen habe, sondern auch eben ein paar vertiefende Erkenntnisse bekommen habe, hilft mir. Aber Fakt ist, bei dem Alltagsgeschäft ist für mich jetzt die größte Hilfe, dass ich da im aktiven Coaching bin. Also das ist wirklich eine Sache, die mich da halt aktiv dran hält. Habe ich es einfach.